Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Raft mit Rado. Hallo, Rado. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen vor dem Radio Tower, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Und ich kämpfe hier noch ein bisschen mit der Steuerung, deswegen nicht wundern, wenn ich hier noch ein bisschen grüppelig rumlaufe. So, Rado, bist du bereit? Nee. Nein. Doch, jetzt sofort. Ich musste noch Fisch auf den Grill legen, sonst beschwert sich vielleicht jemand, dass wir nichts zu essen haben. Das war falsch. Wo ist man denn ins Menü reingekommen? Ach, Tabulator. Oh Gott. Okay, wir gehen rüber, oder? Ja, würde ich auch sagen. Zack. Ja, nicht so. Oh, direkt der Hai. So. Ja, keine Ahnung. Einfach mal umschauen, oder? Ja. Sollen wir zusammen Raum für Raum machen, oder? Mir egal. Also ich bin jetzt hier schon B1. Okay, bist du auch. Okay. Ah. Oh, ich geh mal ins Telefon. Hier liegt schon was. Hinweis aufnehmen. Neue Notiz hinzugefügt. Oh Gott. Wie war denn das hier Journal nochmal? Ah, T. Ja, hier ist aber keine Notiz. Ah doch, Radio Tower. Du bist der mutige Pionier, Radio Tower. Okay. Bist aber du ich sehe da. Ach, da. Ich stehe noch so rum. Wer war dran am Telefon? Da hast du mich jetzt überrascht mit. Okay. Deine Mutter. Such dir ein Dildo. Es ging jetzt schon wieder ab bei dir. Keine Ahnung. Bist nicht ausgelastet oder was? Nee, ich habe deine Mutter schon länger nicht mehr getroffen. Vielleicht Corona und so. Nicht mehr als zwei Haushalte und deine Mutter ist so fett, die zählt allein schon wie zwei Haushalte. Der war ja fast lustig. Wer ist Bruce? Bist du Bruce? Nee, ich bin nicht Bruce. Weißt du, wer Bruce ist? Findet Nemo. Ja, der Hai, ja, stimmt. Stimmt. Einer der Haie heißt Bruce, da hast du recht, ja. Okay. Was hast du? Call the Shark named him Bruce, ja dann. Das ist doch wirklich eine Anspielung, oder? Ja, das glaube ich auch, dass das so Easter Egg-mäßig ist. Lass mich auch Schrott aufheben. Robbie's Boat's Gone. Bruce is after me. Der scheiß Hai, der hier rumschwimmt, ist Bruce. Gonna stay here until I find a way off this place. Mike. Also. Der scheiß Hai ist es. Hey, das Boot hier würde ich voll gerne mitnehmen als Beiboot. Das wäre geil, ja, dass du so zur Insel fahren kannst oder so. Ja. Da unten geht's rein. Ich spring jetzt mal kurz hier ins Wasser. Hier ist ein Koffer. Und hier kam gerade bei mir auch nochmal neue Notiz. Ja, das war der Koffer, aber wie komme ich jetzt wieder rauf zu dir, ist die Frage. Hier kommt man wieder raus. Ja, ich bin dir übrigens hinterhergesprungen. Also. Gut gemacht. Kommt gleich bestimmt Bruce. Oh. Okay. Oh, hier liegen auch Sachen unten, ne? Okay. Kommst du trotzdem wieder rauf? Wir müssen noch ein bisschen weiter rauf. Ja, natürlich. Ist ja nicht so, als wenn ich Schrott sehe, mich nicht zurückhalten könnte. Ah, das ist ein Tagebuch anscheinend. Wir haben noch keinen Code. Ich bin hier oben, hinter dir. Hier. Wir müssen noch von Mike das Tagebuch, oder was? Ja, nicht von Bruce. Habe heute einen Menschen gefressen. Bruce. Kiste aufnehmen. Was war drin? Habe ich gemacht. Rezept Haihappen. Auch das Wort Haihappen ist aus Findet Nemo. Haihappen, hua. Wie kommen wir darüber? Auf der anderen Seite anscheinend. Ah ja, Tatsache. Über den Mülleimer. Auch den würde ich gerne mitnehmen. Vor allem hier die Schränke. Wegen mir können wir einfach hier bleiben und bauen. Weil rein theoretisch müsste doch das Zeug auch hier angeschwemmt werden. Wieder Telefon. Ja, theoretisch. Wir haben vor allem ein großes Floß. Wenn du dich mal umdrehst, dann... Ich laufe hier gerade einmal außen rum. Warte. Took boat, won't be back, steht hier. Ja, stimmt. Unser Floß ist alles andere als klein. Was? Took boat, won't be back, okay. Na gut, hier ist der Eingang. C1. Also auf jeden Fall gibt es hier schön Kunststoff und sowas überall und Zeug und... Oh, Hinweis. Neue Notiz. Hm.
Ich sehe hier aber nach wie vor noch keinen Code. Ja, wahrscheinlich ist der natürlich ganz oben, oder? Ich bin übrigens mit vollem Inventar hier auf die Ding gekommen. Natürlich, ne? Bist du das. Natürlich bin ich das. Er hätte was anderes zweifeln können. Oder was anderes glauben. Also hier liegen noch Sachen, die konnte ich nicht mitnehmen. Eieieiei. Einmal mit Profis. Du hast mich so gedrängt. Ich hatte keine Zeit, mich wieder auf das Spiel einzustellen. Dann wäre mir aufgefallen. Einmal mit Profi. Tja, wie kommen wir darauf? Da hinten ist eine Leiter irgendwie. Man sieht da hinten eine Leiter, aber die fängt erst oben an, ne? Oh ja, ja. Jetzt einfach mal hier so lang. Ich denke mir mal, wenn das hier so gebaut ist, wird das schon was zu bedeuten haben. Die läuft mir, denke ich, wieder. Da ist Bruce. Oh. Bin runtergefallen. Ja, ich auch. Einmal mit Profis. Wo ist Bruce? Brucey. Im Wasser habe ich gerade Bruce gesehen. Hast du mich gerade runtergeschubst? Ja, klar, ich war nicht mehr in deiner Nähe. Dann habe ich dich doch mit den Haken selber runtergeschubst, anscheinend. Ist das nicht arg peinlich? Anscheinend. Also, ich bin ja oben, ne? Echt? Ja. Na toll. Ich muss das Let's Play jetzt leider beenden, ich komme hier nicht rauf. Guck dir gerade mal zu. Okay. Au. Ja, ich habe eigentlich 5 Minuten vorher schon hüpfen gedrückt, aber er wollte nicht hüpfen. Also so skillig ist das jetzt auch nicht. Er hüpft bei mir nicht auf der Stange. Leertaste, weißt du, ne? Ja. Ich übe ja schon, wie der reagiert. Ja? Oh, okay. Jetzt wollte ich leicht schräg anlaufen. Super. Ja, habe ich tatsächlich auch ein bisschen gemacht, ja. Super. Also Bruce wird langsam hellhörig. Ja, wow. Ja, war gar nicht so schwer. Ich wollte es nur fürs Let's Play ein bisschen spannend machen. Schon, oder? Ja. Okay, schauen wir mal, wie du den machst. Oh. Ich würde klatschen, wenn ich könnte. Aber du hast deine Hände voll, gell? Genau. Neben deinem Inventar. Ja. Sind überall Sicherheitskameras, was die wohl bewachen? Ja, vor allem muss ja hier irgendein Überwachungsraum oder wenigstens ein Computer stehen, wo die Signale ankommen. Außerdem frage ich mich, warum Bruce eigentlich, oder woher die eigentlich Bruce kennen, wenn Bruce die ganze Zeit doch bei uns eigentlich ist. Ja, und die Frage ist, woher weiß man, dass der Bruce heißt? Also ist jetzt auch nicht so, dass das naheliegend ist, ne? Vielleicht haben die den einfach Bruce genannt. Ja, aber kannst du jetzt auch nicht ungefragt machen. Vielleicht hat Bruce sich vorgestellt, hat gesagt, hey, ich bin Bruce, ich fress dich jetzt. Kann natürlich sein, ja. Bruce ist gar nicht so klein, ey. Schau mal hier runter, auf unser Floß. Ja. Zum Glück haben wir das verstärkt, sonst können wir jetzt zuschauen, wie er uns da die Ecken abknabbert. Ja, aber echt. Ah, okay. Hier. Birnenlampe. Geil. Hinweis aufnehmen. Ah, hier ist ein Computer. Da könnten die Sachen ankommen. Kiste aufnehmen. Noch ein Hinweis. Also, wir müssen nach Utopia, ja? Anscheinend. Aber hier steht noch kein Code. Aber wir haben jetzt ganz viele Hinweise. Wenn du verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende, okay? Ja, Ekota Yakatada. Wir gehen. Das Wasser steigt. Es fehlen uns ein paar Pläne. Okay. Aber ich sehe hier zumindest keinen Code stehen. Ah doch, hier 7822. Das ist unser neuer Funkcode, oder was? Ja. Meinst du, man kann von hier oben aus ins Wasser springen? Ja, ich überlege nur gerade von wo, also wo du auch wirklich, hier landest du wirklich im Wasser. Ich probier's. Tschüss. Bing. Ja, nicht passiert. Außer, dass Bruce schon auf uns wartet. Da hinten ist er, Bruce.
Hier unten ist ja noch mehr, wo man reintauchen kann. Echt? Ja. In den Haimaul, oder? Ja. Hier ist noch eine Kiste zumindest oder sowas. Hier Schrott. Kiste. Ja, ich sammle auch gerade einen Haufen Schrott. Noch mehr Schrott. Oh, aber ich habe den Dildo deiner Mutter gefunden. Dann im Video. So, wo ist Bruce? Wo ist vor allen Dingen das Floß? Okay, da bist du auf jeden Fall hier. Da ist auch das Floß, da wo ich da bin. Da ist auch Bruce, der nimmt gerade Anlauf auf mich. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Bauplan. Eine Stirnlampe. Mal erstmal was trinken hier. Gute Idee. Müsste ich eigentlich auch. Okay, was hat man mit dem Bauplan gemacht? Ich weiß es schon wieder nicht. Forschungstisch? Erforscht. Wir müssen eine Batterie erforschen. So, ich hänge mal das neue Kochrezept in die Küche, ne? Ich hab ein Uhrhaar. Oh, ich muss was trinken. Auch Rezept bisschen... hängt. Okay. Bitte gemacht. Da. Okay. Ich sortiere schon mal ein hier überall. Ja, ich bin auch gerade dabei. Kenne aber die Kisten noch nicht gut genug. Da muss man schon noch ein bisschen suchen jetzt. Ja, große Umbauaktion war ja heftig. Also. Aber hat sich definitiv gelohnt, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Können wir noch ein paar Stunden spielen, bis auch dieses Lager voll ist. Das stimmt, ja. Ja, wo ist denn Plastik? Ah, hier. Haben wir gar kein Lager für Schrott? Ja, ich glaube noch kein, aber du kannst ja die erste Reihe hier vorne machen. Ja, oder ich behalte meinen Schrott einfach, weil so viel ist es. Ja, richtig. Und Schrott brauchst du ja eh immer, also. Ja, ja, ja. Ich fresse mal ein bisschen Blues, okay? Ja, mach das. Kann Brucey. Er mal sehen, wie das so ist. Brucey. So, wir müssen eine Batterie erforschen. Das heißt, ich brauche eine Batterie. Wie leer sind denn die Batterien? Sieht man das hier irgendwo? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich glaube, dass man irgendwo den Ladestand sehen konnte. Ich nehme mal deine Batterie von deinem Spritzi. Wie jetzt und dann? Ach so, zum Erforschen. Ich baue eine neue. Stirnlampe. So, wir brauchen eine, weil deine Batterie war fast leer. Kunststoff, Kupferbahn. Brauchen wir wieder Kunststoff. Geht schon los. Kupferbahn. Neue Batterie für Spritzi, Rados besten Freund. Sollen wir einfach eigentlich mal den Anker lichten und weiterfahren, oder? Ja, ist die Frage, ob du nicht gleich die neuen Koordinaten eingeben möchtest. Ja, ne? Aber erstmal fahren wir mal in die richtige Richtung oder fahren wir erstmal, damit wir wieder Ressourcen bekommen. Und dann. Was müssen wir denn schmelzen? Eigentlich gerade gar nicht. Dann. Okay. Stirnlampe. Braucht natürlich eine Batterie. Willst du denn auch eine Stirnlampe? Ich nehme es mal an, oder? Ja, gerne, ja. Das heißt, wir brauchen zwei Batterien. Anker hast du schon gelichtet, ja, oder? Ja, ja. Da ist Bruce. Kannst du einen Haufen auf Bruce machen? Nein. Warum nicht?
Und das sind auch Fantasien von dir, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen möchte. Doch, ich glaube schon. Rado, wo bist du schon wieder? Ich laufe im Kreis um das Boot herum. Hier, komm her. Hier. Eine Stirnlampe. Die hat aber auch eine begrenzte Batterie, oder? Wahrscheinlich. Und du ziehst dann allerdings auch dein Ding, dein Tauchding aus. Ja. Ne? Unsere Ausrüstungskiste ist übrigens voll. Wir brauchen hier neue Kisten. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Hat lange gehalten. Ja. Ich brauch irgendeine leere Kiste, die hier ganz... Ich tue meine Ausrüstung dabei runter, dass man nicht immer damit rumläuft. Oder die Flosse halte ich mal an, aber den Rest tue ich mal runter. Habe ich jetzt in die äußerste Kiste hier getan. Ja. So. Dann setzen wir mal... Oh, hallo Vogel. Tschüss Vogel. Hä? Der Vogel bescheißt mich hier immer. Was, der bescheißt dich? Ja. Der sitzt so doof an der Antenne, dass man, obwohl man an der Antenne vorbeischießt, immer die Antenne trifft. Das ist ja der Hammer. Der ist ein Cheater-Vogel, würde ich sagen. Mhm. Nur noch einen Pfeil, muss ich auch mal neue bauen. Kurs wollte ich ersetzen. 7822. Hm. Wir fahren in die richtige Richtung. Ja, das ist doch schön. 1900 Meter. Das ist ja ein Katzensprung. Oder Kilometer. Naja, eher Meter wahrscheinlich. Hallo, Vogel. Ja, 1900 Kilometer wäre ein langer Weg bei der Geschwindigkeit. Flo schon, ja. Ja. Aber 2 Kilometer, das kannst du ja unter Umständen schwimmen. Das hört sich, wenn Bruce halt nicht da wäre. Ja, mach halt mal. Das hört sich halt wieder so wenig an, weißt du? Ja, schon, aber ich glaube... die Strecke ist auf Wasser genauso lang wie am Land. Ich glaube, die ist auf Wasser schlimmer, die Strecke. Es mag sein, aber die Länge ist die gleiche. Boah. Weißt du, was wir gar nicht haben, fällt mir gerade ein? Talent und Verstand. Das auch. Ich meinte eher jetzt gerade getrocknete Tonziegel. Deswegen lege ich mal... Ah, da braucht man Sand dafür. Ich lege mal hinten am Boden ein paar hin, okay? Mhm. Weiß zwar nicht, ob wir die nochmal brauchen für irgendwas, aber macht ja nichts eigentlich. Hau mal noch ein bisschen Kupfer hier durch. Machen Sie das, der Herr. Ist unser Segel noch offen? Nee. Da ist der arme Boost. Der guckt immer ganz traurig, dass er nichts zu knabbern hat hier. Doch mal reinziehen. Kuschel ein bisschen mit Boost. Habe jetzt auch nicht so mega Interesse dran, muss ich zugeben. Muss ja mal einen Boost-Vergleich machen. Wer den längeren Boost hat. Ja, was ist mit dir eigentlich? Also, dann müssen wir uns nach der Aufnahme aber nochmal unterhalten. Ich glaube, da wollen wir nochmal ein ernstes Wörtchen mit deinen Eltern reden. Meinen Eltern? Mhm. Besser als mit meiner Frau. Ja, die wird dir die Ohren langziehen, da sage ich dir aber. Oder andere Sachen, ein Bruce zum Beispiel. Ja, da muss er aber mit der Pinzette lange ziehen. Oh Gott. Lass dich eben übrigens in Discord sehr nett verschrieben. Echt? Mhm. Was habe ich denn geschrieben? Naja, du wolltest schreiben, dass du unten in die Mine was reintust, reinbaust. Ja. Geschrieben hast du, dass du unten in die Biene was reinbaust. Oh, es ist... Okay, blöd. Gut, dass meine Frau das nicht liest. Wir halten übrigens gerade auf dem Fluss zu. Na dann.
Wir sind aber größer, wir brauchen nicht ausweichen. Das stimmt. Wir sind ja fast schon hier Kreuzfahrer. Ahoi, ist da jemand? Ich glaube, da lebt niemand auf dem Rado. Auf dem Floßrado. So. Auf dem Rado. Auf dem lebt sehr viel auf dem Rado. Blöde Zecken, anderes Ungeziefer. Das so glaube ich nicht. So oft gehst du hier jetzt auch nicht schwimmen. Na klar, zusammen mit Boos gehe ich regelmäßig schwimmen. Also wir nähern uns 1600 schon nur noch. Ja, das ist ja unfassbar. Wir sind ja richtig auf dem Weg. Ja, es ist ungewohnt. Ich meine, morgen kriegen wir die Hasskommentare. 18 Folgen schippert ihr nur rum und plötzlich Cheater. Oder so ähnlich. Also ich schätze ja unsere Community anders ein, aber das musst du ja selber wissen. Hallo? Du kennst doch Quizzle. Ja, also ich habe Quizzle bisher nur als korrekten, freundlichen jungen Mann kennengelernt. Du sagst, Quizzle hat 2000 Stunden in Raft, also bitte. Sagst, dass der außer Raft kein Leben hat. Das habe ich nie gesagt. Er hat Quizzle aber so verstanden. Ich habe gesagt, er hat neben Raft auch noch Civ. Ach so, und Minecraft. Und Among Us. Und Among Us. Wir reden übrigens viel zu häufig über Quizzle. Das stimmt. Also unser Vorbild. Ja, genau. So, 1500. War da irgendwas Interessantes drinnen? Nein, natürlich nicht. Natürlich war da nicht interessant. Ein Stein haben wir bekommen. Wow. Ja, find ich schon geil. Finde ich schon geil. Warum ist denn das Floß noch nicht gesunken? Das habe ich mich eben schon gefragt, als das hier noch vorbeischwamm. Ah, ich glaube, ich weiß es. Kann das sein, weil ich nicht das Floß betreten habe, sondern die Kiste von unserem Floß aus rübergenommen habe? Ja, das kann sein, ja. Insel voraus! Oh, scheiße, ich bin durch den Anker durchgefallen. Hallo, Bruce. Wolltest du mich nicht anknabbern, Bruce? Ich glaube, ich schmecke Bruce nicht mehr. Bruce wird jetzt mein neues Lieblingswort. Bruce. Bruce, bist du da? Bruce, sprich mit uns. Können wir dir helfen, Bruce? Boah, was meinst du, wenn der jetzt so aus dem Wasser springen würde so, und dir so wie bei Phasmophobia ins Ohr haucht? Ich würde hier schreien und weinend mich am Boden wälzen. Wollen wir auf der Insel anhalten? Nö. Wir fahren... Es sei denn, es ist irgendwie eine besonders große... Nee, hallo, die ist direkt vor deiner Nase, die Insel. Die kann nicht groß sein, wenn du die nicht siehst. Schöner Sonnenaufgang hier. Ja, aber also ich muss da nicht halten. Dann musst du halten? Nee. Wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen, oder? Ja. Und für Holz da jetzt auf die Insel zu gehen, wir haben unsere eigenen Palmen mittlerweile. War auch irgendwie noch überhaupt keine Eier, gell? Also ich glaube nicht, dass man die von den Möwen bekommt. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, da okay. Ist uns mehr versprochen worden. Versprochen worden? Wir haben uns mehr davon versprochen, vielleicht so. Ach so. Wir haben den Eisberg gerammt, wir sinken. Braun und Rados zuerst. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Kupfer. Okay, wir fahren wieder. Die Treppe runtergefallen. Weiß gar nicht, wie oft ich in diesem Let's Play schon diese scheiß Treppe runtergefallen bin.
Weiß ich auch nicht. 1352. Hast du einen Counter? Hm. Nee, brauchen wir noch bis zum nächsten Signal. Ach so, ich dachte, das wäre dein Trappen. Ich traue mich wegen deinem letzten Thumbnail nicht mehr rüber in den Garten Eden, das ist dir klar, oder? Ich habe Angst, dass du mich wieder unzüchtig anfasst. Da brauchst du keine Sorgen machen. Ich habe einen Beweis. Man sieht das Thumbnail. Das sind doch Vorfahren von uns. Das ist doch kein... Das sagt mein... gewisse Stellen jeden Abend was anders. Also heute kann ich dir manchmal nicht mehr folgen. Da weiß ich nicht, wo du hin willst. Es tut mir ja leid, aber... Ich erklär's lieber nicht. Hallo Bruce. Oh. Juhu Bruce. Hi. Oh, ich gehe lieber wieder raus aus dem Wasser. Nicht, dass Bruce bei mir den Rado macht. Trockenziegel. Sieben Trockenziegel sollten erstmal lang. Gespritzt wird hier alles, oder? Du hast ja da hinten noch den Spritz. Oh Gott, ich habe Garten Eden betreten. Benötigt Wasser. Wer benötigt Wasser? Die Spritzi. Ach so, Spritzi, ja, das kann sein, ja. Das will ich nicht ausschließen. Also der bei den Palmen heißt Spritzi und wie heißt der andere? Die heißen beide Spritzi. Beide Spritzi? Ja. Also der Blumenspritzi braucht dann noch ein bisschen Wasser. Da ist nur jetzt gerade nichts mehr drin. Ja, in den Blumen ist ja eh nichts drin. Stimmt. Also trotzdem aufgefüllt. Ja, das ist nett von dir. Hallo, Spritzi braucht auch eine Arbeit. Ein Platz und der Sack, wenn er nicht spritzt. Oh Mann. Was zur Hölle ist heute los? Der Kanister heißt ja nicht Sack. Ängste nee, Dusche der heißt wieder. Kanister. Ich weiß, das ist irgendwie abwegig für dich, aber der heißt tatsächlich Kanister. Shit. Was ist denn los mit dir heute? Ja. Gute Frage. Okay, eine Bretterkiste ist schon wieder voll, gell? Seit wir losgefahren sind. Ja, ich habe ja ein paar rausgenommen schon. Deswegen baue ich ja extra. Damit wir unser Zeug auch wieder loswerden. Die Palmenblätter. Hm. 1152. Oh, wir haben auch noch. Oh, ich muss was essen. Wir haben auch noch eine grüne Insel. Ich glaube, sowas hatten wir noch gar nicht. Also noch nicht mal gesehen. Das ist natürlich interessanter dann. Ja. Sind beide erstmal grob in der gleichen Richtung, deswegen, wir nähern uns gerade beiden an. Weißt du, erst passiert 20 Folgen lang gar nichts und dann plötzlich, boom, Signal, Signal, Signal. Meinst du, wo wir schon wären, wenn wir von Anfang an das gecheckt hätten, wie es funktioniert? Ja, aber ehrlich. Und wären wir schon in Utopia. Voll wieder blanken. Oh, ich hab Hunger. Eine Munition, ich brauche Pfeile. Ich frage mich jetzt gerade, was es eigentlich bringt, wenn ich jetzt Eisenpfeile baue, weil also die Möwen, dafür brauche ich die einfach nicht. Die sind ja sowieso mit einem Schuss tot.
Ja, das stimmt. Da ist so ein bisschen fragwürdig, inwieweit jetzt ein Eisenpfeil noch besser wäre, ne? Ja. Ich habe mal wieder 12 gebaut. Wir fahren schon wieder ganz nah an der Insel vorbei. Guck mal, der Baum da in der Mitte ist sehr ungewöhnlich oder denk, glaube ich das nur? Ne, ist ein normaler Mangobaum. Keine Ahnung. Ich denke, das ist ein normaler Mangobaum. Ansonsten, wir bräuchten bloß Ankern. So wie wir schauen wirst. Ne, 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 passt schon. Ja, was sagen die Signale? 1000 und 1000. Blaue Signale 50 Meter näher. Wir sind schon 1400 von dem anderen blauen Signal weg, gell? Wo wir waren, meinst du? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also grün oder blau? Blau ist Story und grün ist einfach nur groß, oder was? Ich habe keine Ahnung, was grün ist. Ich glaube, eine große Insel, aber ich bin mir nicht sicher. Huch, huch, Grün huch, oder huch, blau? huch. Grün oder blau? Grün, wir hatten doch keine grüne Insel. Gut. Dann richten wir mal das Segel ein bisschen aus und fahren wir Richtung Grün. Und dann beenden wir auch schon die Folge, weil Rado sind schon auf über 30 Minuten. Was zur Hölle? Ja, genau. Also in dem Sinne, wir sind auf dem Weg zur grünen Insel. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.